Hallo zusammen, Oliver Schirmer hier mit einer neuen Motive-E-Mail, mit einem neuen kurzen Training, sowohl für dich als Leser, aber auch im Anschluss im nicht öffentlichen Teil für unsere Kunden und Teampartner. Und Motive steht für Motivation, Organisation, Tools, Interessantes, Vertrieb und Energiemarkt. Und bin mit einer Tasse Kaffee bewaffnet und von meiner Seite aus kann es losgehen. Und ich hoffe, du bist bereit. Dann lass uns im Prinzip gleich auch loslegen. Ich mache jetzt hier mal das Video aus, damit du auch den Bildschirm komplett sehen kannst. Wir legen am besten gleich los mit dem Thema Motivation. Und heute habe ich so ein kleines Überthema quasi gemacht, wo es einfach mal um die Macht der Kleinigkeiten geht, denn das ist immer so ein Thema, wenn ich in Gesprächen mit Partnern oder Partnerinnen bin und es geht dann darum, die ersten Schritte zu gehen. Sehr, sehr häufig wird immer nach Skripten und man sucht immer so nach diesem Geheimnis, nach diesem ultimativen Trick, aber letzten Endes geht's gar nicht so sehr da, also nicht falsch verstehen, natürlich sind Skripte und verkäuferisches Geschick, Know-how und so weiter wichtig, aber viel, viel wichtiger ist das, was wir jeden Tag tun und zu der Person, zu der wir werden. Ja, wenn wir das richtige Bewusstsein für die Dinge haben, dann machen wir vieles auf die richtige Art und Weise und auch zur richtigen Zeit. Und Kleinigkeiten sind da oft der Schlüssel dazu, denn gerade wenn man es nebenberuflich macht, hat man ja nicht so viel Zeit wie hauptberuflich. Und da kommt es im Prinzip auch auf jede Minute an, die man entweder vertrödeln kann oder effektiv für sich nutzen kann. Und wenn du einfach mal schaust, wenn du, ich sage jetzt mal, täglich dir Zeit nimmst, 10 Seiten zu lesen, dann macht es jetzt für den heutigen Tag vielleicht keinen großen Unterschied, ja. Aber du hast quasi, wenn du 10 Seiten liest, dann bedeutet das 30 Minuten Lesen pro Tag. Ja, natürlich wirst du mit der Zeit auch immer schneller. Pro Woche sind es 3,5 Stunden. Pro Jahr ist es mehr als ein Monat Arbeit. Und in 10 Jahren sind es mehr als 10 Arbeitsmonate. Und jetzt ist natürlich die Frage, was liest du, ne? Und vor allen Dingen, schaffst du es täglich einfach nur diese 10 Seiten zu lesen? Und stell dir einfach mal vor, ich weiß jetzt nicht, wie viel du in der Vergangenheit gelesen hast, aber wenn man wenn man so manchen Statistiken Glauben schenken darf, dann liest im Schnitt ein Erwachsener, ich glaube, 4 bis 10 Bücher in seinem ganzen Leben. Und stell dir einfach mal vor, du hast mehr als 10 Arbeitsmonate dich in deinem Bereich weitergebildet. Welchen Vorsprung, welchen Wettbewerbsvorteil du dadurch hast. Oder wenn du im Vertrieb Network Marketing bist, Kundenkontakte machen, täglich ein Kundenkontakt sind 5 bis 7 in der Woche, sind 220 bis 371 im Jahr. Und in 10 Jahren sind es 22 bis 3700 Kontakte. Und auch hier ist halt häufig so, dass viele anfangen, dann haben sie, ich sag mal, Motivation, Drive und gehen los und haben dann, machen in 1, 2, 3 Monaten recht viele Kontakte und dann geht's gegen null, ja. Und das ist, und viel besser ist es doch aber, wenn du, ich sag mal, kontinuierlich einfach jeden Tag, deine Anzahl an Kontakten machst, dann hast du über die Jahre eine gewisse Kontinuität und einen gewissen Grad, den können andere dann gar nicht mehr einholen, ja. Genauso, du kannst natürlich aber auch hergehen, kannst jeden Tag dir zum Ziel setzen, einen Schokoriegel zu essen, dann sind es 100 Kalorien pro Tag, da wird noch nicht viel passieren, aber in 10 Jahren hast du 365.000 Kalorien zu dir genommen, einfach mal die Frage an dich, wenn du jetzt 365.000 Kilokalorien weniger hättest, hätte das eine Auswirkung auf deinen Körper, ja? Würde dein Körper wahrscheinlich sich anders anfühlen, würdest du anders aussehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt ja sagst, die ist ja relativ hoch, ne? Und das ist genau das Thema. Ja, wir unterschätzen das, was diese Kleinigkeiten ausmachen. Im umgekehrten Fall könnten wir sagen, okay, was ist, wenn wir 30 Minuten Sport jeden Tag machen? Dann sind es ebenfalls 10 Arbeitsmonate in 10 Jahren. Stell dir mal vor,
Du würdest jetzt heute an dem Punkt stehen und würdest sagen, okay, ich habe 10 Arbeitsmonate in der Vergangenheit Sport gemacht. Glaubst du, dass dein Körper anders aussehen wird? Und die Antwort ist ja. Also long story short, kleine Veränderungen haben eine große Auswirkung und es sind oft gerade die kleinen Gewohnheiten, die den Unterschied machen. Und wir dürfen uns einfach merken, alles, was wir tun, zählt, aber auch alles, was wir nicht tun, hat eben eine Auswirkung auf unsere Zukunft. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet einfach, welche Auswirkungen will ich in meinem zukünftigen Leben dementsprechend haben und welche Ursachen kann ich dafür setzen, sowohl auf geistiger Ebene als auch eben jeden Tag in meinem Sein, in meinem Tun. Kommen wir zum nächsten Step, Organisation und Produktivität. Ja, und auch hier ist das Thema Kleinigkeiten von entscheidender Bedeutung, denn die leichteste Art, dich zu organisieren, ja, und eigentlich alles, was du ja in deinem MLM-Business benötigst, ist letzten Endes nichts anderes als ja ein Timer, also ein Kalender, wo du deine Woche planen kannst und eine Kontaktliste. Das ist das einfachste Organisationstool der Welt, ja, und den Timer, den nimmst du für deine Planung und dann setzt du dich einmal in der Woche hin, am besten am Wochenende, bevor die Woche startet, planst die Woche im Voraus durch, setzt dir einfach die festen Termine oder trägst die Termine ein, die schon fix sind, vor allem auch die privaten Termine mit deiner Familie, ja, aber auch Termine mit dir selbst. Du nimmst deine Kundentermine als nächstes, trägst die ein und die Termine, an denen du für dein Geschäft arbeiten willst. Und ja, und damit meine ich überwiegend der Zeit, wo du Marketing machst, neue Kontakte knüpfst, Kunden anrufst, alles, was dazu führt, dass du entweder mehr Umsatz generierst oder neue Vertriebspartner für dich und dein Business gewinnst, ja. Und in dieser Zeit, ja, wo du dir diesen Block dann für diese Arbeit frei hältst, ist es einfach wichtig, loszulegen und dran zu bleiben, ja. Und das kontinuierlich. Und wenn du das kontinuierlich schaffst, dann steht deinem Erfolg da auch nichts mehr im Wege, denn das ist das Entscheidende, ja. Die Gewohnheiten und Kleinigkeiten, auf die kommt es an. Und die Kontaktliste, die brauchst du einfach, um deine Kunden, deine Interessenten und die Kontakte, die du gemacht hast, einfach festzuhalten, ja, dass du sie halt jederzeit wieder kontaktieren kannst. Und im Normalfall sollte diese Liste dann halt auch täglich wachsen, ja. Gut, auch hier ist dann immer wieder so die Frage, okay, in den Zeitblöcken, wo ich arbeite, was ist da dann das Wichtigste zu tun? Und du kannst es dir auch hier leicht machen, ja. Die Zeit, die du durch den Aufbau deines Geschäfts einplanst, ja, die teilst du einfach wie folgt auf, ja. Wenn du dir jetzt also 2 Stunden Zeit nimmst, dann nimmst du von den 2 Stunden 80%, wo du wirklich nur Marketing machst, wo du Vertriebspartner, Kundengewinnung betreibst, ja, wo es wirklich nur darum geht, dein Geschäft weiter auf- und auszubauen. Und die restlichen 20% der Zeit, die nutzt du dann dementsprechend für Ausbildung deiner Teampartner, Serviceaufgaben, für organisatorische Dinge, alles, was dann dementsprechend so anfällt. So, und dann sind wir bei Tools. Und hier möchte ich auch einfach mal nur auf die wichtigsten Tools eingehen, die ich täglich im Einsatz habe, ja. Also habe ich schon angesprochen, ist der Timer, ja, und die Kontaktliste oder wenn du es ja zum Beispiel in einem Excel-Tool machst oder so, ja, ein externes CRM-Tool nutzt, dann halt eben da, dass du für dich einfach einen Ort hast, wo du ja deine Kontakte verwaltest, wo du Notizen dazu machen kannst, wo du dir aber auch wieder Vorlagetermine legen kannst, ja, und das kannst du mit einem Auftragsbuch machen, also du kannst eine ganz normale DIN A4-Platte nehmen. Du kannst eine Excel-Tabelle nehmen, ja, du kannst eine stinknormale Liste ja dir ausdrucken und diese verwenden. Also hier kannst du dir das auch so einfach wie möglich machen. Wenn du aber zum Beispiel auch, ich sag mal, online arbeitest mit Sales Funnel etc., dann hast du auch die Möglichkeit, deine Sales Funnel in Builderall mit deinem CRM zu verknüpfen. So siehst du dann auch, okay, wer hat sich denn für einen Termin eingetragen, über welche Quelle kam die Person und so weiter. Also das kann uns dann natürlich auch schon ja helfen, wenn wir dann schon im Bereich der Automatisierung drin sind. Und ja, aber das sind so diese 2 Basics, auf die es ankommt und mit denen du eigentlich jeden Tag dann dementsprechend arbeiten solltest. Dann Google Drive nutze ich persönlich
Das ist im Prinzip mein Ablageort, ja, und hier lege ich im Prinzip alles ab, was für mich und mein Geschäft wichtig ist. Da sind Skripte drin, da sind, wie gesagt, sind die Excel-Datenbanken drin, also die Google Sheets. Dort ist im Prinzip alles drin, was ich auch mal mit anderen teilen muss, so dass ich einfach schnell einen Zugriff da drauf habe. Also hier liegt dann quasi sozusagen das Business, wird dann quasi hier abgelegt, ja. Das nächste Tool ist Boards. Und Boards ist quasi, wenn du so willst, ja, du kannst es, also du hast einmal eine Tastatur für dein Smartphone und du kannst das Ganze aber auch am PC nutzen. Und hier kannst du alles ebenfalls organisieren. Du kannst es wie Google Drive als Ablage verwenden. Du kannst aber, und so nutze ich es, hier sind quasi Textbausteine, hier sind Informationen hinterlegt, die ich tagtäglich brauche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kundenanfrage habe oder eine Anfrage von einem Teampartner, ja, dann kann ich einfach über meine Smartphone-Tastatur in das jeweilige Board reingehen, ja, sieht dann so aus, also wenn jetzt zum Beispiel Teampost ist etwas, was oft auch wiederkehrend kommt, ja, weil du brauchst ja immer, ja, ähnliche, Textbausteine wie zum Beispiel Einladung zum wöchentlichen Meeting etc. oder Kunden anschreiben, ja, wenn ich ein Angebot erstellt habe, ja, und dann habe ich immer einen Standardtext dazu, wo ich dann das Angebot und so weiter mit anhängen kann etc. Und hier hast du dann die Möglichkeit, einfach diese Textbausteine auszuwählen und kannst du dann, wenn du per WhatsApp schreibst, dann halt via WhatsApp an deine Kunden weiterleiten etc. Also du hast dann wie sozusagen in deiner Tastatur nochmal eine Board-Tastatur und dort kannst du dann einfach schnell auswählen und so hast du halt super kannst du halt super schnell dementsprechend Anfragen beantworten oder zum Beispiel Geburtstagsgrüße senden etc. Ja, also so nutze ich zum Beispiel Boards, ja, dass ich hier quasi meine Textbausteine hinterlegt habe und den Content, den ich halt regelmäßig dementsprechend benötige, ja. Und das gibt's in einer kostenlosen Version. Ich habe die kostenlose Version, die reicht mir aktuell auch noch vollkommen aus, aber sollte die halt nicht mehr reichen, dann würde ich da auch definitiv das Upgrade machen. Bei der kostenlosen Version hast du halt aktuell 3 Boards frei. Und in den Boards kannst du dann halt eben so viel beliebig Textbausteine und Ordner hinterlegen. Ne? Also mir reicht es aktuell, aber wie gesagt, das wäre es mir auch wert. Ich glaube, kostet auch lediglich 10 €, also 9,90 € oder so. Ja, aber ist es definitiv wert, weil du musst dann nicht immer am Handy, wenn du jetzt jemandem was senden willst, musst du dann nicht immer erst irgendwo in irgendwelche anderen Tools rein und suchen, sondern kannst alles bequem über die Tastatur dann dementsprechend erledigen. Und das ist auch so ein Thema, das sind wir beim nächsten Punkt, LastPass, das ist ein Passwortmanager. Und das ist auch immer so ein Thema, wenn es um Organisation geht, wenn man ja mit jemandem zum Beispiel in einem Zoom-Call ist, gerade bei Teampartnern passiert es recht häufig, dass man sagt, okay, komm, lass uns mal kurz in den Account reinschauen oder wenn wir, wenn irgendwo ein technisches Problem an der Webseite oder so ist, dann log dich mal schnell ein und dann geht oft die Sucherei los. Ach Gott, wie ist denn jetzt das Passwort nochmal und so weiter. Und dass dir das nicht passiert, dafür gibt es Passwortmanager wie LastPass. Hier habe ich zum Beispiel die Premium-Version, weil du ja noch zusätzliche weitere Möglichkeiten hast. Ja, du könntest zum Beispiel hier auch einfach deine, wenn du jetzt mit Mitarbeitern arbeitest, die bei dir im Office angestellt sind, kannst du hier zum Beispiel gewisses Saves sozusagen, also Falls definieren, wo du dann eben deinen Mitarbeitern Zugriff geben kannst und die können dann eben halt auch nur diese Passwörter dementsprechend nutzen. Und du kannst auch jederzeit dann das Passwort wieder abändern, falls mal zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und so weiter. Ja, also
richtig, richtig gut. Aber auch aus dem Sicherheitsaspekt ist es ja entscheidend, weil ich jetzt schon den einen oder anderen kenne, wo zum Beispiel der Facebook-Account gehackt wurde. Und wenn du dann natürlich ein Passwort für viele Dinge hast, ja, dann ist das ja eine große Sicherheitslücke, weil ja oft hat man ja die gleiche E-Mail-Adresse und wenn du dann nur noch ein Passwort hast, dann steht natürlich, ich sag mal, Betrügern Tür und Tor offen. Und ja, Passwortgeneratoren oder Passwort-Saves, so wie LastPass, die machen dir das Leben dann natürlich recht leicht, weil du dir einfach für jede Seite ein neues Passwort anlegen kannst, ja, ohne dass du dir es merken musst. Du musst dir quasi nur das Hauptpasswort für deinen LastPass-Account merken und alles Weitere geschieht dann innerhalb von LastPass. Außerdem loggst du dich halt schnell ein, bedeutet, du kannst einfach die Webseite aufrufen und in dem Moment, wo du aufs Anmeldeformular gehst, kannst du einfach auf den Button von LastPass klicken und dann wird quasi die Daten von LastPass in das Formular übernommen und hast so, musst dich immer Passwörter suchen und eintippen. Ja, also es geht recht schnell und ja, könnte ich mir eigentlich ohne LastPass auch nicht mehr vorstellen. Was ich mir auch nicht mehr vorstellen könnte, wäre ohne Builderall und WordPress zu arbeiten. Also Builderall ist sozusagen, ja, die ist sozusagen das All-in-One-Marketing-Tool meiner Wahl und aus meiner Sicht auch das Beste, was du ja auf dem Markt aktuell kriegen kannst. Hat im Prinzip jedes Tool dabei, was du brauchst, wenn du Marketing machen willst, ja, ob das jetzt hat mit Mailingboss ein klasse E-Mail-Marketing-Tool ist, ja, wo du Workflows, Automationen erstellen kannst, ob du deine Webseiten hier super easy mit dem Website-Builder erstellen kannst, also du kannst Online-Kurse machen, du hast eine Booking-App dabei, Chatbots, Funnel-Bilder. Also du siehst, es ist auch mit WordPress kombinierbar, E-Commerce-Store, hier WordPress und WooCommerce. Dann kannst du dir darüber auch eigene professionelle E-Mails über deine Domains dann dementsprechend anlegen. WhatsApp-Automatisierungstool, Launch-Manager. Also du siehst, hier gibt's unendlich viele Tools. Und by the way, haben wir hier in unserem Mitgliederbereich bei Erfolgreich mit System, kannst du einfach auf erfolgreich-mit-system.net gehen und dort haben wir auch super viele Tutorials drin zu den einzelnen Tools, aber auch, ich zeige dort auch, wie ich mit Builderall arbeite und ja, für unser Team, ja, oder für unsere Kunden haben wir auch schon viele, viele Funnels vorbereitet, die man dann einfach in seinen Account transferieren kann und spart sich somit dann dementsprechend auch die Erstellung von Funnels, kann dann einfach lediglich dann seine Texte abändern, wenn man das möchte, ja. Ein Quizbuilder ist dabei, ja, um noch einfacher Leads zu generieren. Helpdesk, ja, wo man auch woanders viel Geld dafür bezahlen muss, ja, ein Chatbuilder, Chatbot Messenger, privater Chat, virtuelle Assistenten, also du siehst, ein Webinar-Tool, allein das schon ist den Betrag, ja, wert, ja, also du kannst ja beliebig viele Webinare dementsprechend veranstalten, du kannst das Ganze dann dementsprechend auch automatisiert machen, spart dir auch wieder Zeit, ja, ja, es gibt ein Agentursystem, falls du eine Agentur dir aufbauen möchtest. Magazin, also du siehst, wir könnten ja jetzt noch ewig weitermachen. Wenn ich zu jedem was erzählen würde, wären wir wahrscheinlich stundenlang beschäftigt. Das soll jetzt auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Aber einfach damit du es auch mal gehört hast. Und WordPress nutze ich schon ewig, auch bevor ich Builderall kannte. Und von daher ist natürlich WordPress auch aus meinen Webseiten nicht wegzudenken. Und ja, von daher ist Builderall und WordPress ist quasi das, was ich alles oder was ich nutze, um im Internet dementsprechend meine Präsenz und so weiter aufzubauen. So, und dann ganz wichtiges Tool jetzt für mich, ja, ist mein Easy Marketing Biz. Und im Easy Marketing Biz kannst du dir einfach so vorstellen, das ist quasi mein Einarbeitungs-Onboarding-System, welches ich natürlich auch für andere zur Verfügung stelle. Ja, also wir haben hier einfach die ersten Schritte drin. Dann muss man im Prinzip einfach nur seine Partnernummern dementsprechend hinterlegen und hat dann sofort auch ja Funnels und Webseiten ja für sich oder auf sich quasi gebrandet und kann dann einfach nur noch diese Seiten dementsprechend bewerben.
wir haben hier News, ja, wo wir dann einzelne Kanäle haben, wo die Partner dann dementsprechend über die jeweiligen Dinge informiert werden. Bei Traffic sind Schulungen hinterlegt zu den Partnerprogrammen und so das Kernstück ist dann eben halt auch der Blog, ja. Wir machen hier sozusagen, beziehungsweise ich mache hier sozusagen das Marketing für, ja, für unsere Teampartner dementsprechend. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt den Blog nutzen möchte, dann kann er das tun, kann sich einfach seinen Link mit seinem Partnerlink eben dementsprechend hier rauskopieren und kann den dann für sich zur Promotion verwenden auf Social Media. Und wenn jemand auf die Seite kommt, ist dann quasi auch der Link dementsprechend schon hinterlegt. Das gleiche gilt für E-Mail-Marketing. Bedeutet, wenn jemand also quasi hier auf die Startseite kommt, ja, und hat über seinen Link das Ganze beworben, jemand fordert weitere Informationen an, dann werden auch automatisch dann dementsprechend Mails versendet und die Person wird auch dementsprechend getrackt, so dass sie automatisch dann auch der richtigen Person zugeordnet wird. Ja, und das ist im Prinzip ein Tool, was ich jedem meiner Partner empfehle zu nutzen, weil es gerade zu Beginn die einfachste Art und Weise ist, online zu starten, weil du dich wirklich, und das sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, ja, weil du dich wirklich hier drauf konzentrieren kannst, nämlich ja, deine 80% der Zeit ins Marketing zu investieren, ja, und die restliche 20% der Zeit nutzt du dann eben für diese organisatorischen Dinge, aber auch um dich weiterzuentwickeln und dann um dir eben halt auch mal selbst eigene Systeme zu schaffen, ja, und dann gibt's natürlich noch GetResponse, SendFox und MailingBoss von Builderall, ja, das sind im Prinzip die E-Mail-Marketing-Tools, die ich im Laufe der Zeit, also getestet habe ich super viele und hatte auch schon super viele im Einsatz. Aber das sind so die drei, wo ich ja auch mitarbeite. Und ja, sind wir beim Thema Interessantes oder beim Punkt Interessantes. Und ich weiß nicht, vielleicht wusstest du das, aber wenn du dich für ein Jahr lang jeden Tag nur um 1% verbesserst, dann hast du dich am Ende des Jahres, ja, 37 Mal verbessert. Also du bist 37 Mal besser geworden. Ja, wenn du dich im Gegensatz dazu für ein Jahr lang jeden Tag um 1% verschlechterst, dann wirst du im Prinzip auf Null sinken. Ja, und es gibt zu dieser 1%-Theorie, zu dieser 1%-Methode gibt es auch ein Buch von James Clear. Das kannst du oder kann ich dir dann dementsprechend auch nur ans Herz legen. Und du siehst es hier an den Screenshots, also wenn wir jetzt 365 Tage lang, ja, uns jeden Tag um 1% verbessern, dann haben wir uns um das 37-fache verbessert. Und wenn wir uns, wie gesagt, um 1% pro Tag verschlechtern, dann sind wir hier bei knapp null angelangt. Also bedeutet für alles, was wir ja tun, wenn wir es schaffen, uns jeden Tag nur 1% zu verbessern, dann ja zahlt sich das am Ende des Jahres definitiv aus. Aber natürlich ist es nur in der Theorie so, weil muss man, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, du musst immer schauen, dass du das nicht immer alles wörtlich nimmst, sondern dass du das für dich als ja einen Weg oder eine Art zu leben betrachtest, weil da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wenn du dich mal angenommen, du setzt dir zum Ziel, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, ja, dann müsstest du nach 140 Tagen, wenn du dich um 1% verbesserst, ja, schon täglich 40.000 laufen und nach einem Jahr wären es schon 377.000 Schritte. Jetzt kenne ich persönlich niemanden, der jedes Jahr 377.000 Schritte täglich läuft, ne? Also Tag für Tag. Also rein mathematisch gesehen stößt man aufgrund des Zinseszinseffekts natürlich dann dementsprechend auch an die Grenzen. Also deswegen, du solltest das als Konzept sehen, dass es dir zeigt, was möglich ist, wenn du einfach dran arbeitest, ja, jeden Tag dich zu verbessern und ja, für dich in die richtige Richtung gehst. Ja, am Rande noch erwähnt, ich habe vor kurzem einen WhatsApp-Kanal gestartet, habe den jetzt auch noch nicht beworben oder so. Mach das jetzt einfach erstmal für mich. Ich will diesen Kanal quasi so als, ja, so eine Art Twitter auf WhatsApp quasi nutzen. Würde mich einfach freuen, wenn du dich da anschließt. Freue mich da auch immer dann über Feedback, wie das ankommt. Das soll auch, so werden auch Privates, kommen dort rein, so spontane Gedanken, ja, so alles Mögliche, was mir halt so mal am Tag durch den Kopf geht. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn du dabei bist, kostet ja nichts. Dementsprechend schau doch einfach mal vorbei, ja.
Ja, und dann sind wir bei Punkt 5, Vertrieb und MLM. Auch hier zieht sich das Thema kleine Veränderung, große Wirkung, wie so ein roter Faden hindurch. Wenn du einfach nur einen Kontakt täglich machst, hast du in 10 Jahren 2200 bis 3700 Kontakte. Wenn du nur steigerst, ja, von 1 auf 5 Kontakte täglich, dann hast du dein Ergebnis schon um 5 bis das 6-fache gesteigert, ja. Und ob du jetzt einen Kontakt oder 5 Kontakte machst, das ist zeitlich nicht wirklich ein großer Unterschied, aber du hast hier das 5 bis 6-fache Ergebnis in 10 Jahren, aber wahrscheinlich hast du nicht nur das 5 bis 6-fache Ergebnis aufgrund der Kontakte, sondern in diesen Kontakten wirst du natürlich auch viel, viel mehr Kunden und Vertriebspartner drin haben, die dich regelmäßig weiterempfehlen oder große Strukturen bei dir aufbauen. Und dementsprechend wird das wahre Ergebnis nicht ein 5- bis 6-faches betragen, sondern ja vermutlich ein Vielfaches. Und das ist das, was ich häufig merke, was einfach viel zu oft unter den Tisch fällt. Man will immer so das nächste große Ding, am besten heute anfangen, in einem Monat reich sein. Das ist aber nicht die Realität. Ja, das ist nicht das, was bei den meisten im Leben geschieht. Ja, was aber geschieht ist, wenn du konstant über Jahre hinweg deinen Aktivitäten treu bleibst, ja, dich nicht beirren lässt und deinen Weg gehst, dann steht am Ende halt was Großes da, ja, und darum geht's letzten Endes. Und jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, diese 13.000 Kontakte bis 18.000 Kontakte, das kann ich jetzt jeden Tag selbst machen, oder du findest einfach auch Wege, wie das Ganze funktioniert, wenn du jetzt nicht aktiv dafür arbeitest. Und für mich war das Ziel, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, zunächst mal ein Geschäft mehr aufzubauen, von dem ich leben kann, auch wenn ich jetzt mal nicht arbeite. Und also passives Einkommen ist ja da sicherlich ein Begriff, aber mir ging es eigentlich jetzt gar nicht darum, dass ich für das Einkommen nicht arbeiten muss, sondern mir ging es darum, dass ich immer, wenn ich arbeite, was tue, dass es sich auf Dauer auch auszahlt. Ja, also dass das, was ich reingebe, immer und immer wieder zurückkommt. Und und das kannst du natürlich jetzt machen. Du kannst dich selbstständig machen, jeden Tag in hunderten Calls stecken. Dann hast du ja wahrscheinlich das eine Hamsterrad verlassen, um in das andere Hamsterrad zu wechseln. Und wenn du jetzt mit Systemen arbeitest, mit Funnels, mit Webinaren, automatisierten etc., dann hast du eben die Möglichkeit, diese Kontaktanbahnung, ja, sogar bis hin zur Leistungserfüllung, je nachdem, was du tust, zu automatisieren. Und da brauchst du im Prinzip nur 7 Schritte dafür. Du brauchst sozusagen eine Landingpage, ja, mit einem Lead-Magneten. Du musst also eine Landingpage erstellen und ein Lead-Magnet. Etwas, was das Problem oder ein Teilproblem deiner Zielgruppe löst. Und wenn sich dann eine Person da drüber einträgt, dann brauchst du im Prinzip eine E-Mail mit einem Link, die den Lead-Magneten ausliefert. Kannst du automatisieren. Dann brauchst du eine E-Mail-Sequenz, die dein Business bzw. dein Produkt verkauft. Und Schritt Nummer 4, eine Webseite oder ein Webinar mit deiner Geschäftspräsentation. Ja, das ist einfach eine Webseite, auf der Seite befindet sich deine Geschäftspräsentation und dort kannst du immer wieder interessierte Menschen über das Geschäft, über den Markt, über deine Produkte und so weiter informieren. Das können natürlich auch mehrere Seiten sein, aber halt es am Anfang einfach so einfach wie möglich. Ja, und dann solltest du noch eine Angebotsseite haben. Auf der Webseite machst du dann deinen Interessenten das Angebot. Ja, das kann zum Beispiel ein Infogespräch sein, das kann die Anmeldung in deinem Team sein, ein Kauf von deinem Produkt etc. Ja, so, und das ist im Prinzip schon, was die Infrastruktur betrifft. Und dann geht es einfach nur noch darum, Traffic zu generieren, Besucher auf die einzelnen Webseiten dementsprechend zu bekommen, ja, sowohl organisch oder bezahlt. Ich würde dir empfehlen, mach beides, ja, weil wenn du heute einen Blogartikel erstellst, du weißt halt nie, wann rankt dieser Artikel oder rankt er überhaupt auf Seite 1 bei Google, ja. Langfristig lohnt sich das aber trotzdem, weil du, wenn du 100 Artikel erstellst, werden einige Artikel dementsprechend dir jeden Monat auch neue Besucher generieren und dementsprechend auch neue Leads. Und neue Leads bedeutet ja eine neue Chance auf Geschäft.
Und wenn du es aber kombinierst mit bezahlten Traffic, also wenn du Anzeigen dementsprechend zusätzlich schaltest, dann holst du das Optimum aus ja deiner Aktivität dementsprechend raus. Und dann, last but not least, geht es einfach darum, dann auch Daten zu sammeln, diese auszuwerten, das, was optimiert werden muss, ja, zu optimieren. Und hier solltest du dich einfach auf folgende Kennzahlen zu Beginn konzentrieren. Einfach mal die Anzahl der Webseitenbesucher dir anschauen. Dann zu schauen, okay, wie viele tragen sich denn hier überhaupt ein? Und wie viele von denen, wo sich eintragen, werden Vertriebspartner und wie viele von denen werden Kunden? Und dann hast du schon die Stellschrauben, ja, wo du weißt, an welchen du arbeiten musst. Und ja, ich zum Beispiel habe für mein Team das alles schon vorbereitet, ja. Und wir verwenden hier eben dementsprechend das Easy Marketing Biz, ja, sowie auch Bilderall für alle diejenigen, die dann, ja, ich sag mal, selbst eigenes System aufbauen wollen. Und ja, und damit hast du im Prinzip eine Infrastruktur für dich geschaffen, die es dir ermöglicht, ja, rund um die Uhr neue Leads und Interessenten zu generieren. So, und dann last but not least kommen wir zum Thema Energiemarkt. Und auch hier, ja, können wir über Gewohnheiten und Kleinigkeiten ja bares Geld sparen. Allein das Senken der Heizung um 1 Grad bewirkt eine Kostensenkung von circa 6%. Und 1 Grad ist zum Beispiel etwas, das fällt uns gar nicht bewusst auf, ja. Ob du 22 oder 21 Grad hast, macht für dich wahrscheinlich gefühlsmäßig keinen großen Unterschied. Ja, und bei 2000 Euro Heizkosten sind es aber 120 Euro pro Jahr mehr im Geldbeutel. Und auch hier machen viele den Fehler, dass sie sich immer nur auf diese 120 Euro konzentrieren. Für die einen ist es sehr viel, für die anderen ist es super wenig. Darum geht es letzten Endes gar nicht, weil entscheidend ist, was in 10 Jahren daraus wird. Allein wenn du nur diese 120 Euro sparst, sind es in 10 Jahren schon 1200. Aber auch hier sagen manche noch, naja, das ist es mir nicht wert, da drauf zu gucken. Das ist zu viel, zu wenig, zu niedrig, zu hoch, wie auch immer. Aber nur durch diese kleine Änderung, wenn du jetzt natürlich noch mit Thermostaten und anderen Energiespartipps zahlst, kannst du das natürlich das Ergebnis noch verbessern. Aber letzten Endes geht es auch nicht um die 1200 Euro, sondern es geht darum, was du Jahr für Jahr in den nächsten Jahren sparst und was du mit dem Geld stattdessen tust, weil wenn du dieses Geld, was du sparst, dementsprechend anlegst zu 4, 6, 8, 10, 12% Zinsen pro Jahr, dann wird dort ein kleines Vermögen draus, ja. Und da sind wir nämlich schon beim Punkt, gerade bei der jährlichen Energiekostenanalyse verschenken viele Menschen einfach bares Geld, ja, weil sie weder den Strom- noch Gasanbieter regelmäßig vergleichen und dementsprechend, ja, bei manchen sind es oft sogar vierstellige Beträge, die man da sparen kann, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, auch hier ist es so, es werden Kündigungsfristen verpasst, ja, und schon ist man wieder ein Jahr an den alten Anbieter gebunden oder man hat es einfach im Alltagsgeschehen nicht auf dem Schirm. Und deswegen kann ich auch hier nur empfehlen, jedem ja mit einem Energiereferenten oder einer Energiereferentin zusammenzuarbeiten, weil dann kann das ja nicht passieren, weil wir zum Beispiel unsere Kunden dementsprechend auch ja daran erinnern und darauf hinweisen, wann wieder Einsparpotenziale möglich sind. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, du sparst 592 Euro pro Jahr. Ja, jetzt, das ist Strom und dann dementsprechend noch bei einem Gashaushalt ist das durchaus eine normale Größenordnung, die man dort sparen kann. So, und dann, wenn du diese 592 Euro pro Jahr einfach anlegst, ja, dann hättest du bei 4%, ja, in 5 Jahren 3.300, in 20 Jahren 18.000 Euro. Ja, oder bei 6% 23.000 Euro, zwischen 3,5 und 23.000 Euro, oder bei 10% zwischen 4.000 und 37.000 Euro. Und da ist doch jetzt einfach auch nur die Frage, wie lang will man dieses Geld dementsprechend verschenken? Was würdest du tun, wenn du jetzt vor 20 Jahren angefangen hättest, so zu handeln, ja, und du hättest jetzt 37.000 Euro auf der hohen Kante, was würdest du damit machen, ja, und es ist ja nicht so, dass das Geld weg ist, es hat halt ja nur jemand anders, ja, und die Frage ist einfach, ist dir dein jetziger Energieanbieter es wert, ja, und wenn du sagst, okay, ich gebe denen gerne 38.000 Euro, okay, why not, ja, jeder, man gönnt sich ja sonst nichts,
Also das darf ja jeder zum Glück so machen, wie er es möchte. Ne? Aber ich weiß aus Erfahrung, viele Menschen, die verschenken es einfach unnötig, weil sie entweder Kündigungsfristen verpassen oder einfach auf gar keine Lust auf das Thema haben. Ja, und das ist auch in Ordnung, weil man muss dazu keine Lust haben, denn es gibt Menschen, zum Beispiel wie mich, die machen das für einen. Ja, und der Service ist für dich sogar kostenfrei. Ja, also du zahlst deswegen dann auch nicht mehr, ja, beim jeweiligen Anbieter. Also viele vergessen das einfach, machen es gar nicht, machen es nur gelegentlich oder haben es mal gemacht und vergessen es dann wieder. Ja, also weil man einfach schlichtweg im Alltag nicht dran denkt. So, und jetzt bin ich für den öffentlichen Teil erstmal durch. Wir machen jetzt gleich hier weiter, wo wir noch auf die ein oder andere News in unserem Team eingehen. Wir werden uns auch noch den Energiemarkt etwas genauer angucken. Und ja, ich hoffe auch wie immer, dass es für dich heute auch wieder ein paar Impulse dabei waren, wo du für dich einfach sagen kannst, okay, das könnte ich für mich mitnehmen. Und ja, ich wünsche dir ja alles Gute, ja, weiterhin viel Erfolg. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es doch einfach mit den Menschen, die du gerne hast. Man weiß nie, für wen die Infos ja interessant sind. In diesem Sinne, alles Gute. Ja, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.